Mit lauten Drums und grellen Lasern. So stellt sich der T-Cross, das neue, das kleinste Mitglied der SUV-Familie der Marke Volkswagen, in Amsterdam vor. I am more ist sein Motto. Und so selbstbewusst feierte der T-Cross gleich dreimal Weltpremiere. Wenige Stunden zuvor war er in Shanghai enthüllt worden, kurz danach auch in Sao Paulo. Drei Premieren für ein Auto, das als globales Produkt die Märkte auf drei Kontinenten erobern soll. Der T-Cross ist für uns ein unheimlich wichtiges Produkt. Schauen Sie, wir haben den Touareg, den Tiguan Allspace und den T-Roc. Und der T-Cross ist sozusagen der kleine Bruder. Ja, im A0-Segment ein SUV, sehr kompakt, aber trotzdem mit viel Platz und alles, was das Herz begehrt. Und damit gehen wir in ein Segment, in dem wir im Moment nicht sind. Und damit wollen wir neue Marktanteile erschließen. Testimonial des T-Cross ist Cara Delevingne. Sie präsentierte das kleine SUV in Amsterdam zusammen mit Ralf Brandstätter. I'm More gilt auch für die Britin. Sie ist Topmodel, Schauspielerin und Sängerin. Auf Instagram folgen ihr 41 Millionen Fans. Ich finde ihn vielseitig und facettenreich in jeder Situation. Ich tue viele verschiedene Dinge, jeden Tag. Ich fahre ins Fitnessstudio, ich fahre tags und nachts. Ich tue eine Menge im Auto. Für mich ist es wichtig, dass sich das Auto flexibel an mein Gepäck anpassen lässt. Es ist anpassungsfähig, einfach zu benutzen und ein wunderbares Alltagsauto. Mit dem T-Cross setzt Volkswagen seine SUV-Offensive fort. Junge und junggebliebene Menschen im urbanen Umfeld soll das neue Modell ansprechen. Ist deswegen kürzer und damit citytauglicher als der T-Roc und noch kompakter als der Tiguan. Der T-Cross ist vielseitig, überzeugt im Alltag und durch sein Design. Wenn Sie zum Beispiel die Lichtsignatur anschauen und die Kombination von Grill und Scheinwerfern, das zeigt viel Breite, das zeigt viel Expressivität. Das ist ein Design, das junge Leute anspricht. Gleichzeitig transportieren wir mit dem Design eben aber auch nochmal das Thema Sicherheit, ja, und das Thema Funktionalität. Fünf Personen haben im T-Cross Platz. Die Rückbank ist verschiebbar. Für mehr Ladevolumen oder mehr Beinfreiheit. Außerdem ist der neue T-Cross serienmäßig mit zahlreichen Fahrerassistenzsystemen ausgestattet, die bisher oberen Fahrzeugklassen vorbehalten waren. Vernetzung und Anbindung an die Außenwelt bieten die Features, die die junge Generation erwartet. Ab Dezember können Kunden den T-Cross bestellen. Ab April steht er bei den Händlern.